Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Abenteuer mit Sherlock Holmes. Das Testament des Sherlock Holmes ist aus dem Jahre 2012. Ich spiele es wie die anderen Sherlock Holmes auch alle blind. Und wir gucken, bevor es richtig losgeht, erstmal in die Option rein. So, Auflösung ist in Ordnung, Farbtiefe geht nicht höher. Okay, vertikale Synchronisation, Antialiasing, das sieht schon mal gut aus. Qualität... Damit bin ich auch zufrieden. Oh, okay. Die Gesamtlautstärke ist schon mal ziemlich hoch. Wenn uns das zu hoch vorkommt, dann werden wir das eben anpassen. Notfalls werde ich es hinterher beim Rendern noch ein bisschen anpegeln müssen. Sprachausgabe ist auf jeden Fall auch schön laut. Musik, ja. Na gut, wir lassen es erstmal so. Untertitel, ja. Sprache, Deutsch, Deutsch. Mausempfindlichkeit ist hoch. Ich denke mal, das ist momentan so okay. Nee, wir wollen ganz sicherlich keine Kamera horizontal, vertikal oder wie auch immer umkehren. Schwierigkeitsgrad, normal. Okay, normal und schwer. Wir wählen normal. So, alles so übernehmen. Ja, und dann legen wir gleich los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Intro. Schaut, das ist ein Buch. Vielleicht ein Buch über Piraten mit einer Schatzkarte. Nein, das glaube ich nicht. Ach, hätte ich doch all ihre Lügen durchschaut. Ah, oh, fang vorne an, nicht irgendwo in der Mitte. Also beschloss ich, zur Feder zu greifen, um die bis dato verstörendste Geschichte meines Lebens niederzuschreiben. Es begann an einem frühen Morgen des Jahres 1898, als Sherlock Holmes mir anbot, ihn zum Marquis von Conningham zu begleiten. Watson, mein werter Freund, wir können jetzt gehen und den Marquis darüber in Kenntnis setzen, dass wir die samoanische Halskette gefunden haben. Und zwar deutlich schneller als Inspektor Baines, was mich zufrieden stimmt. Sie haben den Diebstahl wirklich aufgeklärt, Holmes? Und so schnell? In der Tat, Watson. Und glauben Sie mir, es war völlig unnötig, ganz London ins Visier zu nehmen, wie unser Freund Baines es wollte. Er brüstet sich ja gerne damit, dass seine Methoden den meinigen in nichts nachstehen, aber wieder einmal wurde er eines Besseren belehrt.
Jetzt begleite ich Sie schon so viele Jahre bei Ihren Ermittlungen und hätte eigentlich gedacht, dass ich Ihren Gedankengängen mittlerweile folgen kann. Aber ich muss zugeben, dass ich in diesem Fall absolut gar nichts verstehe. Ach, Sie sehen zwar, Watson, aber Sie nehmen nicht wahr. Darin liegt der Unterschied. Die Sache ist doch sonnenklar. Sonnenklar? Mitten in der Nacht, als jeder tief und fest schläft, klingelt die Glocke in diesem Zimmer und alarmiert die Bediensteten. Sie ziehen sich schnell an und eilen zur Tür. Aber sie ist verschlossen und strenger Brandgeruch steigt aus dem Zimmer empor. Einige Sekunden später kommt auch schon der Herr des Hauses, der Mann der bestohlenen Marquise, Marquis von Conningham, und schließt mit dem einzigen Schlüssel die Tür auf. Im Zimmer ist ein Feuer ausgebrochen. Aber sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen, um den Brand zu löschen. In diesem Moment merkt der Marquis, dass die berühmte samoanische Halskette, die noch vor wenigen Stunden sicher in einer Vitrine aufbewahrt wurde, verschwunden ist. Verifizieren wir meine Theorie, bevor Inspektor Baines hier eintrifft. Ah, okay, wir werden also direkt wieder in einen Fall geworfen. Und eins muss ich mal sagen. Die Szene mit den Kindern, die war schon ein bisschen creepy, oder? Außerdem, die Lektüre, die sich da jetzt vorgenommen haben, ich glaube nicht, dass die FSK 8, 6 oder 10 ist. Okay, um in die gewünschte Richtung zu gehen, benutzen Sie AWSD. Das machen wir. Drehen und gehen. Okay. Sehen Sie sich die Vitrine an und klicken Sie darauf. Ich hoffe, dass es auch in diesem Spiel wieder eine Ego-Perspektive gibt, aber ich gehe das jetzt erstmal durch, denn oft ist es ja hier bei den Tooltips so, und das kenne ich aus den anderen Sherlock Holmes-Teilen, dass man die schon befolgen sollte, weil man ansonsten nicht gut weiterkommt. Die Glasscheibe wurde mit einem Diamanten aufgeschnitten, sauber und diskret. Hier wurde die Halskette aufbewahrt. Sehen Sie nur, wie klein die Öffnung ist und nicht ein einziger Fingerabdruck auf der Glasscheibe. Naja, vielleicht wurde sie mit einem Haken rausgeholt. Sie interagieren stets mit linker Maustaste. Nachdem ein Hinweis untersucht wurde, wird das Symbol grün. Bewegen Sie Sherlock Holmes in die Nähe des linken Fensters. Sie sollten dort zwei Hinweissymbole gleichzeitig sehen. Gucken wir mal. Ja. In den Untersuchungsmodus für mehrere Objekte gelangen Sie mit linker Maustaste. Um durch die Gegenstände zu schalten, benutzen Sie AWSD. Sehen Sie sich nun beide Hinweise genauer an. Ah, und jetzt kann ich rauf und runter gehen. Bestätigen? Diese Spuren können nur von einem Diamanten stammen. Jemand hat versucht, das Glas aufzuschneiden, wurde dabei jedoch gestört. Der Dieb wollte also durch das Fenster fliehen, aber etwas kam dazwischen. Mhm, also die zweite noch. Alle Fenster sind geschlossen. Sie wurden nicht gewaltsam geöffnet. Gehen Sie zum Kamin. Sie sehen dann das Handsymbol auf der Lupe. Nehmen Sie sie, indem Sie darauf klicken. Nee. Bitte nur die Lupe. Ach, ich kann jetzt wieder wählen. Ah, alles klar. Sie können Ihr Inventar durch Drücken der rechten Maustaste öffnen. Während des Spiels können Sie jederzeit beliebige Gegenstände aus Ihrem Inventar aktivieren, indem Sie das Mausrad drehen. Okay, haben wir auch gemacht. Ach, was haben wir denn sonst noch so? Wir haben hier noch Dialoge. Notizen. Was das jetzt ist, weiß ich nicht. Nicht verfügbar. Oh. Oh, kann man das Spiel im Multiplayer spielen? Oh? Das wäre geil. Was haben wir hier? Irgendwelche Erfolge? Feuerteufel, Sie können der Versuchung, Dinge ein bisschen dramatisch aufzuzäumen, nie widerstehen. Gefängnisausbruch. Ein vertrauenswürdiger Kamerad ist immer von Nutzen. Gut gemacht. Und doch ist einer davongekommen. Wieder das Gesetz. Ich habe großen Respekt vor Ihrer Hartnäckigkeit. Sie haben den Tresorraum geöffnet. Okay. Was haben wir hier noch? Ah, hier können wir die Perspektive ändern. Okay, super. In der Nähe des Flügels liegen einige Notenblätter auf dem Boden. Sie können einen Gegenstand aktivieren, indem Sie ihn in Ihrem Inventar oder direkt im Spiel durch Drehen des Mausrads auswählen. Benutzen Sie die Lupe mit den Notenblättern neben dem Flügel. Okay.
Untersuchen wir die zerknitterten Notenblätter, die vom Flügel gefallen sind. Mhm. Suchen Sie nach Hinweisen. So, dann müssen wir erstmal die Lupe nehmen und dann gucken wir doch mal, ob wir was finden. Da haben wir eine Hand. Da haben wir noch eine Hand. Und noch eine Hand. Okay, ich finde... Oh, hä? Moment. Das war gerade nicht die Hand hier. Da war eine Hand. Diese Rußspuren stammen von einer winzigen Hand. Ich verstehe nicht, warum die Noten voller Ruß sind. Ich muss sagen, dass die... Ah, wir können es uns nicht nochmal angucken. Dass die Handabdrücke aber komisch aussahen. Also ein Mittelfinger war besonders lang, aber dann war der Zeigefinger war noch länger. Sieht mir eher aus wie irgendwie Affenfüße oder so. Drücken Sie R oder die mittlere Maustaste, um in die Ego-Perspektive zu wechseln. Okay. Benutzen Sie WASD oder halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um Ihren Charakter zu bewegen. Durch gedrückt halten von Umschalt links lassen Sie Ihren Charakter rennen. Drücken Sie R, um zur klassischen Perspektive zurückzuwechseln. Okay, das habe ich jetzt. So, ach so, ach so. Moment, das ist aber doch jetzt eine andere Perspektive, als ich gerade hatte, oder? Hm, okay. Der Charakter bewegt sich schneller durch gedrückt halten von Umschalt links. Genau, so können wir wieder rennen. Das kennen wir auch schon. Durch Drücken von Leertaste machen Sie sich Sherlock Holmes sechsten Sinn zunutze. Ihnen wird dann ein Hinweis offenbart, den Sie bisher noch nicht entdeckt haben. Sie können jetzt im Zimmer nach weiteren Hinweisen suchen. Okay, zum Beispiel hier. Dieses Aquarium wird nicht besonders gepflegt. Auf der Wasseroberfläche schwimmt ein toter Fisch. Nun denn. Wahrscheinlich kann ich mir das genau... Liegt da noch was? Dieses Aquarium... Nee. Dann können wir es auch abbrechen. Das geht auch einfach nur durch erneutes Anklicken. Eine Kerze. Sie muss vom Kronleuchter gefallen sein. Mhm. Sind da vielleicht oben auch noch irgendwas? Warum fällt denn etwas vom Kronleuchter? Ich glaube, da hat jemand oben drin was versteckt, oder? Das sieht total verschoben da oben aus. Okay, was haben wir denn sonst noch so? Papiere? Diese Dokumente sind nicht besonders interessant, auch wenn sie an den Minister für Seefahrt adressiert sind. An den Marquis höchstpersönlich. Mhm. Na gut. So, aber warum sind denn jetzt hier so viele Fußabdrücke? Weil jemand ein Feuer gemacht hat und weil die Leute dann versucht haben, es hier irgendwie auszutreten oder... Genau, die haben es anscheinend mit Kissen oder so versucht zu ersticken. Fußspuren. Passen Sie auf, dass Sie Ihre Hose nicht schmutzig machen, wenn Sie sie untersuchen. Nicht nötig. Das ist Ruß. Die Bediensteten müssen hineingetreten sein, als sie das Feuer gelöscht haben. Ganz genau. Ach... Ach, hier kann ich mir noch jede Menge angucken jetzt. Als der Täter fliehen wollte, wahrscheinlich durch das Fenster, hat er den Schemel umgestoßen, der dann Feuer gefangen hat. Aber warum hat er nicht sofort versucht, das Feuer zu löschen? Okay, das wäre noch ein Hinweis dazu, dass er hier vermutlich hochgeklettert ist, oder? Wenn er hier einen Schemel stehen hatte. Okay. Merkwürdig. Einige Gegenstände wurden umgestoßen. Also wenn das eine sehr kleine Person war, mit sehr kleinen Händen anscheinend, und alles hier voller Ruß war, dann ist möglicherweise jemand durch den Kamin gekommen und dann, was hat er dann versucht? Hat er versucht, vielleicht hier hochzuklettern, eine kleine Person? Gut, wir können uns das noch angucken. Das Feuer ist genau hier ausgebrochen, direkt unter der Klingelschnur. Wer auch immer an der Klingelschnur gezogen hat, muss den Fuß im Feuer gehabt haben. Außer er hat schon geklingelt, bevor das Feuer ausgebrochen ist. Ach, was ist das denn? Der Schrank wurde nicht geöffnet. Dort wurde die Halskette nicht aufbewahrt. Nein, wo die Halskette aufbewahrt wurde, das wissen wir doch auch. Die Halskette wurde hier aufbewahrt. Die Glasscheibe wurde mit einem Diamanten aufgeschnitten, sauber und diskret. Hier wurde die Halskette aufbewahrt. Sehen Sie nur...
Das hatten wir auch schon. Okay, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch so ein kleines Sofa. Dann diese Statue. Haben wir die Tür? Als die Bediensteten durch die Glocke alarmiert wurden und schließlich zur Tür kamen, wurden sie Zeuge von dem Diebstahl und dem Feuer, sahen allerdings nicht den Täter. Diese Tür ist nur schwer aufzubekommen und nur der Marquis besitzt einen Schlüssel. Der Dieb konnte also erst aus dem Zimmer gelangen, als die Tür von den Bediensteten geöffnet wurde. Mhm. Gut, noch ein Leuchter, ein paar Bilder. Hinter diesem Raumteiler kann man sich gut verstecken. Der Diebstahl erfolgte bei Nacht. Daraus schließe ich, dass sich der Täter einfach hinter dem Raumteiler versteckt und dann gewartet hat, bis er allein im Zimmer war. Wie niedlich. Das Zitronenbäumchen, das kennen wir doch auch aus Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Das ist mir vorhin schon beim Intro-Video aufgefallen, als die Kinder auf den Dachboden gestiegen sind, stand dort hinten so eine kleine Reihe an Einmachgläsern und die kennen wir schon aus Sherlock Holmes' Jagd Arsène Lupin. Also man bedient sich hier immer wieder der gleichen Strukturen und baut die überall ein. Ich finde das irgendwie niedlich. So, aber hier gab es jetzt noch was Neues. Seltsam. Keinerlei Spuren. Dennoch bin ich mir sicher, dass der Täter sich hier versteckt hat. Mhm. Oh. Ah, Mr. Holmes. Sie sind schon da. Guten Morgen, Inspektor. Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Scotland Yard ist auf Zack und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber sagen Sie, Mr. Holmes, diesen zufriedenen Gesichtsausdruck kenne ich doch. Haben Sie den Fall schon gelöst? Gut möglich. Wir haben die recht ungewöhnlichen Fußspuren des Diebs nachverfolgt. Ein wahrer Akrobat. Aber was ich nicht verstehe, als die Bediensteten das Zimmer betreten haben, war niemand zu sehen. Ein Akrobat vielleicht, aber unsichtbar? Glaube ich kaum. Die einzige Erklärung ist, dass der Dieb entkommen konnte, bevor die Bediensteten das Zimmer betreten haben. Ich weiß zwar nicht wie, aber das ist die einzige Möglichkeit. Ein halber Punkt für den Doktor, 0 Punkte für den Herrn Inspektor. Es freut mich, dass Sie Ihren Spaß haben, Mr. Holmes. Dann erklären Sie doch mal, wie es war. Dr. Watson lag mit dem Akrobaten richtig, aber unsichtbar war er nicht. Und Ihre Vermutung, Mr. Baines, ist falsch, da sich der Dieb noch im Zimmer befand, als die Bediensteten es betreten haben. Erklären Sie in Gottes Namen, wie es sich zugetragen hat, Mr. Holmes. Watson, wie kann ein Dieb mitten unter 8 Personen übersehen werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht war er sehr klein. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter, Holmes. Richtig, er war sehr klein. Klein und außergewöhnlich gewandt. Denken Sie etwa an einen Affen? Und dressiert noch dazu. Ohne Zweifel ein Leontopithecus Rosalia aus Mittelamerika. Der Affe versteckte sich für mehrere Stunden im Zimmer und wartete geduldig auf das Signal seines Besitzers. Als die Nacht hereinbrach und das Zimmer leer war, ertönte ein hoher Pfeifton. Und der Affe wusste, dass nun die Zeit gekommen war, das zu tun, wofür er dressiert wurde. Er verließ sein Versteck und öffnete die Vitrine mit der Spitze eines Diamanten, um die Halskette herauszunehmen. Er lief über den Kamin in Richtung Fenster, stieß dabei jedoch den Schemel um, der wiederum den Kaminschirm mit hinunterriss und schließlich in Brand geriet. Der verschreckte Affe sprang vom Kamin, indem er sich von der Klingelschnur der Glocke abseilte und rief damit die Bediensteten auf den Plan. Er sprang dann zum Fenster und begann damit, mit Hilfe des Diamanten ein Loch ins Glas zu schneiden, wurde dabei jedoch von den Bediensteten gestört, die versuchten, ins Zimmer zu gelangen. Erneut bekam er es mit der Angst zu tun. Er lief hinüber zum Flügel und warf dabei die Notenblätter auf den Boden, bevor er sich im Kronleuchter versteckte, wobei er eine Kerze hinunterwarf. Schließlich gelangten die Bediensteten und der Marquis ins Zimmer, ließen dabei aber die Tür auf, während sie das Feuer löschten. In diesem Durcheinander gelang es unserem kleinen, gewandten Dieb, durch den Gang zu entkommen. So einfach war das. Eine brillante Schlussfolgerung. Bravo, Holmes. Und die Halskette? Ich kann sie von hier aus sehen, meine werten Freunde. Sie befindet sich direkt vor uns. Wir haben das Zimmer von oben bis unten durchsucht, Holmes. Wie sollen wir sie also übersehen haben können?
indem wir dem einzigen Opfer dieses Kriminalfalls keine Beachtung geschenkt haben. Welches Opfer? Niemand ist zu Tode gekommen. Doch, Watson, ein armer Goldfisch, für den das Schicksal vorgesehen hatte, von einer der wertvollsten Halsketten ganz Englands erdrückt zu werden. Das Aquarium befindet sich direkt unter dem Kronleuchter. Ich verstehe. Der kleine Affe hat sich die Halskette wahrscheinlich umgehängt und sie dann verloren, als er vom Kronleuchter gesprungen ist. Sie ist dann ins Aquarium gefallen, wo sie immer noch liegt. Marquis, hier haben Sie Ihre Halskette. Etwas nass, aber unversehrt. Mr. Holmes, mit dieser brillanten Demonstration wurden Sie Ihrem Ruf mehr als gerecht. Ich danke Ihnen vielmals, Marquis. Möchten Sie sich von der Echtheit der Halskette überzeugen? Nein, ich erkenne sie wieder. Ich habe schon viele Stunden damit zugebracht, sie zu bestaunen, müssen Sie wissen. Gut, ich lege sie lieber in den Schrank und... Inspektor, gerade wurde eine Bank überfallen. Sie müssen unverzüglich mitkommen. Befehl von Scotland Yard. Was sind das nur für Zeiten? Meine Herren, die Pflicht ruft. Ich empfehle mich, Marquis. Ach, und Mr. Holmes, wie immer gute Arbeit. So, die Halskette ist im Schrank. Die Sache hier hat uns lange genug aufgehalten. Auf nach Hause, Watson. Ah, ja, gut, wie Sie meinen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Marquis. War mir ein Vergnügen, meine Herren. Und nochmals, danke. Dieser neue Holmes gefällt mir. Aufgefallen ist mir, dass die Stimme von Holmes wieder die gleiche ist wie in all den anderen Teilen, die wir bisher gespielt haben. Mr. Watsons Stimme ist leider eine andere. Ich mochte die Stimme des alten Watsons, wenn ich ehrlich bin. Und gut, das Aussehen von beiden ist... ähnlich, aber schon verändert zu den vergangenen Teilen. Die Zeitung von heute Morgen. Holmes, haben Sie den Artikel über Sie gelesen? Nein, Watson, noch nicht. Und ich habe auch keine Zeit. Lesen Sie ihn, bevor Sie gehen. Er ist empörend. Wenn Sie darauf bestehen. Okay. Was soll denn da so Übles über uns stehen? Das heben wir uns auf für die nächste Folge. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann seid ihr immer auf den Laufenden, wenn eine neue Folge rauskommt. Wie gesagt, die Zeitung lesen wir morgen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.